Moin aus dem schönen Ostfriesland und herzlich willkommen im Landkreis Aurich. Wir haben uns diesmal auf den für uns nur sehr kurzen Weg in die Gemeinde Ihlow gemacht. Ziel ist die Ortschaft Ihlower Feen und hier das kleine und feine Ihlower Meer. Wenn ihr von Aurich kommt, erreicht ihr das Ihlower Meer nach knapp 10 Kilometern. Kommt ihr aus Emden, sind es gut 20. Wir sind hier jetzt schon auf der Anfahrt zum Ihlower Meer. Es geht noch einmal links rein und dann noch ein Stück die Straße hoch. Und schon habt ihr den Parkplatz am Ihlower Meer erreicht. Auf dem Parkplatz beim Ihlower Meer gibt es 6 offizielle Wohnmobilstellplätze. Hier dürft ihr keine Stellplätze für ausgiebige Aufenthalte mit Grillabend vor dem Wohnmobil und viel Platz für Markise und Stühle erwarten. Aber ihr dürft hier übernachten und das Ganze auch noch kostenlos. Es gibt einige Stromanschlüsse und eine Fähr- und Entsorgungsstation ist ebenfalls vorhanden. Wir haben eine Stellfläche außerhalb der offiziellen Wohnmobilparkflächen gewählt, waren aber auch nur Tagesgäste. Erwartet keine Wohlfühloase. Es sind Parkplätze für Wohnmobile und das, wie fast alles hier am Ihlower Meer, kostenlos. Es war oder ist in Planung, das Angebot für uns Camper zu erweitern. Wie da der aktuelle Sachstand ist, wissen wir aber nicht. Wir jedenfalls hoffen, dass das Angebot, dann auch gerne kostenpflichtig, nochmal erweitert wird. Vom Parkplatz bis ans Ihlower Meer sind es nur ein paar Schritte. Wir nehmen trotzdem das Fahrrad, weil wir auch noch einen kleinen Abstecher zu einer sehr bekannten und beliebten Sehenswürdigkeit hier in Ostfriesland und der Gemeinde Ihlow machen wollen. Zuerst geht's aber ans Wasser. Das Ihlower Meer ist ein rund 3,5 Hektar großer Binnensee, der sich mitten im Ferien- und Sportpark hier in Ihlower Feen befindet. In gut einem Kilometer hat man den See umrundet. Gerade in den Sommermonaten ist der See ein beliebtes Freizeitziel, nicht nur für die Anwohner des kleinen Örtchens. Der See ist an der tiefsten Stelle rund 5 Meter tief und die Wasserqualität soll sehr gut sein. Durch den an vielen Stellen lehmigen Boden erscheint das Wasser etwas dunkler. Auf einer kleinen Anhöhe, wie in Ostfriesland sagen hoher Berg dazu, hat man eine schöne Sicht auf den See und das bunte Treiben am Strand. Und man kann, etwas abseits vom Trubel, die Ruhe genießen. Eure Vierbeiner könnt ihr mit ans Ihlower Meer nehmen.
Für euch und auch für eure Hunde ist der Eintritt am See frei. Stattdessen wird für die Vierbeiner ein Hundestrand geboten, wo sie sich ordentlich austoben können. In der Nähe des Hundestrandes haben wir das Iller Meer für einen kleinen Abstecher verlassen, kommen aber nachher noch einmal hierher zurück. Eine Übersichtstafel informiert über Interessantes hier in der Gemeinde Iloh. Und wir wollen bei einer sehr bekannten und zudem noch gleich um die Ecke befindlichen Sehenswürdigkeit vorbeischauen. Der Klosterstätte Iloh. Vom Iller Meer bis zur Klosterstätte sind es nur gut 2 Kilometer und man kann auf sehr guten Wegen durch den Iloher Forst die Klosterstätte super zu Fuß oder mit dem Rad erreichen. Man sagt, jeder Besucher der Iloher Klosterstätte erlebt das Areal auf seine ganz eigene Weise. Wer ein historisches Bauwerk mitten im Iloher Forst erwartet, wird eines anderen belehrt. Über die Baumwipfel erhebt sich eine Teilrekonstruktion der früheren Abtei. Stahl und Holz bilden Pfeiler, das Gewölbe sowie den Dachreiter des einst größten Gotteshauses zwischen Bremen und Groningen nach. Die Dimensionen des einstigen Sakralbaus, fast 68 Meter lang und im Querhaus rund 35 Meter breit. Den Turm kann man besteigen und hat nach 164 Stufen in einer Höhe von rund 30 Metern eine tolle Aussicht über die Region. Bei einer Temperatur von etwas über 33 Grad haben wir das Vorhaben verschoben. Es gibt hier jede Menge zu sehen und zu entdecken. Neben dem imposanten Bauwerk gibt es unter anderem noch ein Forst- und ein Backhaus, den Klostergarten und einen Raum der Spurensuche. Im Klostercafé kann man sich stärken und ein leckeres Stückchen Kuchen genießen. Es werden auch Führungen angeboten. Alle Infos gibt's auf der Homepage vom Kloster Iloh. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Café und der Klosterladen sind täglich außer montags am Nachmittag geöffnet. Sonntags schon ab 11 Uhr. Wer nur mal gucken möchte, kann das zu jeder Zeit. Wir sind zurück am Iller Meer und nach so viel Kloster haben wir nun Hunger. Die Bordküche bleibt heute kalt und wir haben uns für Leckeres mit Blick auf den See entschieden. Fehlt euch etwas im Kühlschrank? Ein Supermarkt und ein Discounter sind nur ein paar Meter vom Iller Meer entfernt zu finden. War die Mahlzeit zu üppig, kann man alles direkt wieder mit Blick auf das Wasser abtrainieren. Ist das Wetter nicht so doll, könnt ihr euch im Crocodiles, einem Fitnesscenter auch hier direkt am See,
auch als Tagesgäste austoben oder auch einen Gang in die Sauna wagen. Wir wagen jetzt nochmal einen Gang aufs Wasser. Auch das ist hier am See natürlich möglich. Nach absolviertem Fitnessprogramm kann es auch schon losgehen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom Ihler Meer, wo ein Besuch mit dem Wohnmobil möglich ist. Und das auch noch umsonst. Wir sind natürlich auch weiter unterwegs und berichten euch von unseren Touren, Umbauten, Reparaturen und Anschaffungen. Wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet auch am Ila Meer nichts und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Schaut doch mal bei Instagram und Facebook rein und folgt uns da doch auch. Tschüss aus Ostfriesland, tschüss vom Ila Meer, bis zum nächsten Mal.